links und rechts und rechts und links und rechts. Also ich persönlich bin aus einer höheren Überzeugung heraus, also von einer höheren Warte aus betrachtend, vom politischen Standpunkt her, und zwar nach ganz eigenem Verständnis, sowohl links als auch rechts. Und zwar, weil ich mich nicht auf eine Seite schlagen will in einer Sache, die eigentlich zusammengehört. Und so bin ich zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit, aber auch für freie Marktwirtschaft, weil ich eben gegen Einseitigkeit bin. Für soziale Gerechtigkeit muss man ja nicht zum Sozialismus greifen, und für freie Marktwirtschaft muss man ja nicht gleich zum Turbo- oder Anarchokapitalismus greifen. Also das beides kann oder könnte ja sehr wohl in Einklang gebracht werden durch vernünftige Organisation. Man kann nur eben kaum eine vernünftige Organisation und gleichzeitig eine komplette Lobbyismusdominanz haben. Also das wäre dann ein Wunder, auf das man lange warten kann. Und der Lobbyismus ist auch schon längst links und auch rechts angekommen. Man kann aber freilich auch naiv bleiben und das bezweifeln. Die Globalisierung jedenfalls zum Beispiel, der Weltmarkt, ist an und für sich auch erstmal weder gut noch schlecht. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir im Internet einen Gegenstand aus Kanada bestellt und war froh, dass das so möglich gewesen ist. Eine Globalisierung wiederum, die im Prinzip hauptsächlich eine Amerikanisierung wäre, also der Versuch einer fortschreitenden Amerikanisierung der ganzen Welt, das wäre dann wieder eine Einseitigkeit, die selbst von gefühlten Weltbürgern vernünftigerweise nicht gewollt werden kann, denn das wäre ja dann wieder eine durchaus fragliche und bedenkliche Unstimmigkeit in Bezug auf die Idee des Weltbürgers, mit der ich allerdings unter gegebenen Umständen nichts anfangen kann, weil meiner Meinung nach Zuckerwasser und Drohnenkrieg noch keine Kultur ist. Auch nicht, wenn man noch Kaugummi und Hollywood-Blockbuster im Angebot hat. Also der Begriff Blockbuster kommt nebenbei bemerkt ja vom Krieg und meint eine Bombe, die einen ganzen Block mitnimmt. Für mich ist das noch keine Kultur und wird auch keine mehr werden. Ein eklatantes, exzessiv zunehmendes Wohlstandsgefälle und damit auch Macht- und Einflussgefälle, das verläuft ja auch nicht von links nach rechts. Das wäre ja dann seitwärts, also ein Gefälle spielt sich ja halt vertikal ab, egal wo die Leute sich gedanklich verorten. Und ich selber kann gerade keine Linken oder Rechten sehen, die besonders nennenswert mächtig wären. Und ihr Einfluss reicht auch selbst an die 50%-Marke nicht wirklich heran. Und selbst das wäre ja noch bloß eine halbe Hose. Aber eine halbe Hose ist gar nichts. Was kann man damit anfangen, wenn ein ganzes Hosenbein fehlt? Das Ding kann dann auf unbestimmte Zeit im Schrank liegen bleiben und bringt vorerst nicht allzu viel. Diejenigen, die mächtig sind, nennen sich unter ihresgleichen vielleicht auch geistig eher links oder liberal oder eher rechts oder konservativ, aber das ist irrelevant, weil die sind einfach mächtig. Viel mächtiger und einflussreicher als irgendwelche gewöhnlichen Linken oder Rechten. Die Welt dreht sich ja nicht um Worte und auch nicht wegen Worten. Die dreht sich wegen Beweggründen. So, wer oder was hat euch bewogen, euch freiwillig zu teilen? Und wurde das nicht von außen an euch herangetragen? Hat man euch mit dem Gegen da nicht ein faules Ei ins Nest gelegt? Bürger seid ihr doch alle. Bürger gegen Bürger. Ist das nicht blöd und hinfällig, wenn sich die da oben über euch nur krumm und schief lachen? Fehlt da nicht eine psychologische Wiedervereinigung? Links gegen rechts, das riecht nach System, aber rechts will auch nicht entgegenkommen, das riecht nach Lobbyismus oder Selbstblockade. Es kann ja keiner vernünftigerweise ein Interesse an einer ewig gespaltenen Gesellschaft haben, außer vielleicht irgendwelche unsichtbare Schattenparteien oder Parteischatten. Also quasi die profitierende universelle Schattenfraktion oder Partei der lachenden Dritten. Wollt ihr denn irgendwann auch mal als Bürger zusammenhalten oder wollt ihr lieber als Gesinnungsfetischisten ohnmächtig bleiben?
und aus aufrechter Überzeugung wahlweise in eurer Ausbeutungs- oder in eurer Unterdrückungsschublade sitzen. Das sind zwei Schubladen von derselben Kommode und die gehört keinem von euch. Wollt ihr für den Rest eures Lebens Socken sortieren in getrennte Schubladen? Nietzsche hat mal einen dazu passenden Satz gesagt, oder es war seine Kunstfigur: Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich denke, das war eigentlich ein Plädoyer gegen Kleingeistigkeit und durchaus als Empfehlung gemeint. Es kann auch mal ein Wunder geschehen, aber dann muss man das Wunder auch zulassen. Eine psychologische Wiedervereinigung von dem, was eigentlich zusammengehört. Also den tanzenden Stern würde ich gern mal in Wirklichkeit sehen. Ich sehe nur, wie sich alle gegenseitig bzw. untereinander verarschen. Nicht so laut.